Storytime, wie ich in Amerika wegen meinem Outfit nach Hause geschickt wurde und am Ende blende ich euch ein Foto ein. Also in Amerika haben die meisten Schulen einen richtig strengen Dresscode. Bei uns war das so, dass man zum Beispiel keine Schultern zeigen durfte. Und wenn man sich gerade hinstellt und die Arme fallen lässt, muss die Hose oder der Rock länger sein als die Fingerspitzen. Ich fand das so unglaublich nervig, weil im Sommer hat es einfach teilweise 40 Grad und ich konnte halt fast keine Sommerklamotten in die Schule anziehen. Jedenfalls habe ich dann manchmal so ein bisschen geschummelt und an einem Tag habe ich so ein Kleid angezogen, das eigentlich ein bisschen zu kurz war, mit so einem Jäckchen drüber und ich dachte mir, das geht schon irgendwie durch. Ich wurde am Gang sofort aufgehalten. Es wurde anhand meiner Fingerspitzen gemessen und es war zu kurz. Dann wurde ich nach Hause geschickt, musste mich umziehen und dann wieder zurückkommen. Und so habe ich damals ausgesehen.